Guten Morgen. Ich freue mich, dass einige hierher geschafft haben und uns auch vielleicht ein paar von der Ferne zuschauen. Ich möchte heute sprechen. Wir haben gerade schon kurz darüber geredet, warum steht da Daseinsvorsorge, schwieriges Wort. Ich möchte gerne über Kriterien sprechen, anhand derer wir Plattformen beurteilen können, beziehungsweise deren Nachhaltigkeit. Kommunale Plattformen für Daseinsvorsorge steht da, weil Kommunen haben natürlich den Auftrag, fürs Gemeinwohl zu sorgen und Infrastruktur zu schaffen und den BürgerInnen bestimmte Public Services anzubieten. Und dazu kommen eben auch immer mehr digitale Plattformen, die diesen Auftrag unterstützen sollen. Ich werde kurz mich vorstellen, ich werde dann darauf eingehen, in welchem Zusammenhang es zu dieser Studie kam und diese Studie euch gerne vorstellen, aber wirklich nicht so sehr in der Tiefe, weil ich gerne über die Kriterien mit euch noch ein bisschen sprechen möchte. Genau, und im Anschluss haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für ein Q&A. Wer bin ich? Also ich bin seit vielen Jahren im Business und berate Organisationen darin, wie sie sich digitalisieren beziehungsweise mit welchen Mitteln, geht es um Webseiten und Plattformen. Und seit einigen Jahren habe ich mich auf nachhaltige digitale Lösungen spezialisiert. Ich habe angefangen vor einigen Jahren, als ich beschlossen habe, dass ich eben auch beruflich mich im nachhaltigen Umfeld bewegen will, nochmal studiert, und zwar strategisches Nachhaltigkeitsmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Das ist ein berufsbegleitender Studiengang. Und seither sozusagen forsche ich auch in dem Bereich. Unter anderem arbeite ich ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen, die eben das Thema digitale Transformation auch unter dem nachhaltigen Gesichtspunkt betrachten möchten und sich dann natürlich noch schwer tun, weil das Thema noch nicht sehr stark operationalisiert ist. Wir fangen hier alle gerade erst an zu verstehen, wie wichtig es ist, eben die Themen zusammenzubringen. Ursprünglich habe ich mal Philosophie studiert, Und ganz da unten steht noch ein Punkt, den ich deswegen draufgeschrieben habe, nicht damit ihr seht, wie alt ich bin, sondern aus dem einfachen Grund, weil das ein Beruf ist, den es so nicht mehr gibt. Also als ich gelernt habe, das ist tatsächlich eine Gesellenprüfung, die ich da durchgeführt habe, ist dieser Beruf digitalisiert worden. Und einige Themen habe ich dann in der Gesellenprüfung analog noch gemacht und andere schon digital. Also ich habe tatsächlich nicht nur Photoshop digital gelernt, sondern ich stand auch in der Dunkelkammer und habe auch tatsächlich abgewedelt und Filme entwickelt in der Druckvorstufe. Und bei vielen Instrumenten, die wir jetzt benutzen, fehlt eigentlich dieser Aspekt, dieser Kultur. Aspekt, weil wir gar nicht die analogen Prozesse durchdrungen haben und vieles schon digital machen und uns im digitalen Raum bewegen und diesen Bezug gar nicht mehr haben. Warum haben wir dieses Werkzeug? Wo kommt es ursprünglich her? Und umso weniger hinterfragen wir auch überhaupt, was die Tools machen und welche Prozesse sie überhaupt abbilden und ob die Prozesse sinnvoll sind. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, nach diesen ganzen anstrengenden Inputs muss man sich jetzt auch mal kurz durchschütteln, um überhaupt noch mal was aufzunehmen. Deswegen, also bewegt euch gerne, auch wenn ihr hinter den Bildschirmen seid und schon ewig lange nur sitzt. Ich finde es immer schön, so ein bisschen auch noch mal angeschubst zu werden. Und dann möchte ich aber noch mal ganz kurz zurückgehen und noch mal über Nachhaltigkeit sprechen. Also ihr alle wisst ja, es gibt diese drei Säulen, wie es immer so heißt. Wir möchten natürlich nicht nur von Säulen sprechen, sondern wir möchten natürlich diese drei Dimensionen zusammendenken. Also es geht nicht darum, das eine ist neben dem anderen, sondern es ist miteinander verbunden, es ist verknüpft. Und nur wenn man sozusagen allen drei Ebenen gerecht wird, kann man wirklich von nachhaltiger Entwicklung sprechen. Viele Konzepte gibt es mittlerweile, die versuchen, wie kommt da jetzt Digitalisierung vor? Wir haben es gestern einmal kurz gehört, man könnte auch von einer, du sagtest glaube ich noch Säule, man könnte von einem vierten Bereich nachhaltiges Wissen oder eben die Wissensdimension dann noch als Zusatz hinzubringen. Es gibt auch das Konzept der informationellen Nachhaltigkeit.
das geht beides weit übers Digitale hinaus. Also gibt es natürlich auch ganz viel analoge Dinge, die man darunter subsumieren kann, aber darauf werde ich heute nicht näher eingehen können, einfach aus Zeitgründen, das können wir nochmal vielleicht beim nächsten Mal machen. Was ich auch noch einmal kurz vorstellen möchte, ist einfach dieses Vorrangdenken. Ne? Es ist nicht das eine neben dem anderen, neben dem dritten, sondern eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, sind wir ja alle Teil von einem etwas übergeordneten. Wir sagen immer, wir müssen den Planeten retten. Ne? Planet müssen wir eigentlich nicht retten, wir müssen uns retten. Der Planet kommt ganz gut ohne uns aus. Aber wir brauchen eben das globale Ökosystem, damit wir überhaupt irgendeine Form von Systemen in diesem Ökosystem haben können. Und das Marktsystem, die Wirtschaft ist eigentlich nur eins von vielen sozialen Systemen. Und der Mensch ist sozusagen, wenn man so möchte, wenn man es anthroposophisch, also mit dem Menschen im Zentrum betrachten möchte, der ist abhängig von allem, was außenrum ist. Und kann, also man kann nicht sagen, ja, wenn wir uns nur um das eine kümmern, dann wird es schon irgendwie gut gehen. Warum also jetzt, warum spreche ich heute über kommunale Plattformen? Es gab eine wunderschöne Forschungsreihe namens Codina. Ihr findet ganz viel Information darüber unter der URL, die ihr hier auch seht. Und auf der Seite Aktuelles gibt es auch die Studie zum Download, von der ich hier gerade spreche. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit von mehreren Instituten und das ist auch gefördert. Das heißt, da steht auch der politische Wille so ein bisschen dahinter und Ziel dieser Forschungslinie ist nicht nur zu forschen, sondern vor allem Dinge in die Praxis zu bringen, die Praxis auch genau anzugucken und auch Maßnahmen abzuleiten. Also sowohl, was muss denn noch erforscht werden, damit wir überhaupt weiterkommen, aber auch, welche politischen Handlungsbedarfe gibt es, also auch Handlungsempfehlungen an PolitikerInnen, an Governance und vieles weiteres mehr. Insofern, jede dieser Kurzstudien, es gibt schon mittlerweile einige, die dort veröffentlicht sind, haben Maßnahmenkataloge im Anhang. Und wenn ihr jetzt Politikstudierende seid oder euch damit mit Lobbying oder sowas beschäftigt, dann habt ihr natürlich da auch ein paar Instrumente, mit denen ihr auch mal sagen könnt, hier, da steht's auch. Und das ist nicht nur, weil wir uns das ausgedacht haben, sondern das ist einfach belegt und erforscht. Die AutorInnen habe ich jetzt hier auch nochmal, ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, das ist ein Gemeinschaftskraftakt gewesen. Die MitautorInnen kommen einerseits von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und andererseits vom Weizenbaum-Institut. Da ist auch nochmal der Link zum Download. Und wenn man jetzt das Ganze kurz zusammenfassen will, um was geht's? Es geht darum, dass wir alle wissen, nicht nur im kommunalen Bereich, digitale Plattformen sind in aller Munde, werden immer wichtiger, eben auch in dem Bereich, dass Kommunen sagen, wir möchten Beteiligungsplattformen, wir möchten Serviceplattformen, wir möchten irgendeiner Form den BürgerInnen auch digital was anbieten. Und wenn man das richtig einsetzt, dann kann man natürlich da auch sehr gut positiv nachhaltige Entwicklung mit beeinflussen. Das ist sozusagen immer dieser Aspekt Digitalisierung für Nachhaltigkeit. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich extrem wichtig, wie diese Technik und wie diese Plattformen gestaltet sind. Wir haben es schon in verschiedenen Vorträgen und Panels gehört. Und da werden wir auch hier nochmal kurz drauf eingehen. Und es bestehen eben nicht nur Chancen. Und die Chancen bestehen auch nur, wenn man es gut und richtig macht, sondern es gibt eben auch eine Reihe von Risiken. Und wenn wir die nicht beachten, dann passiert genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen. Die Zielsetzung von unserer Studie war jetzt, dass wir eben ganz konkrete Analyse- und Gestaltungskriterien identifizieren. Und das ist auch nur eine erste Orientierung. Das kann natürlich nicht in die Tiefe gehen in einer Kurzstudie. Aber einfach als so ein erstes mögliches Framework, wenn ich jetzt eine Plattform habe, ich werde vier Fallbeispiele, die wir genommen haben, kurz erwähnen, aber wenn ich die beurteilen will, sind es nachhaltige Plattformen, an was mache ich das denn fest? Weil es ist, wie wir alle wissen, hochkomplex das Thema. Das Thema Nachhaltigkeit ist komplex, das Thema Digitalisierung ist komplex. Und wenn wir beides zusammendenken wollen, dann kommen wir nicht umhin, irgendwie mit dieser Komplexität umgehen zu können. Dazu kommt, dass die natürlich alle extrem unterschiedlich sind. Also wir haben auch eine große Diversität. Insofern ist es eine erste Orientierung.
Diese Ebenen, die hier stehen, das finde ich korreliert sehr gut auch mit deinen zwei Gesichtspunkten, Matthias Stürmer. Und zwar einfach, dass wir einmal sagen, die Technik selber kann nachhaltig gestaltet werden, aber es kommt natürlich auch darauf an, wofür wird sie eingesetzt und was ist denn überhaupt das Ziel dieser Technik sozusagen. Also es gilt natürlich für jede Form von Technik, aber da wir jetzt von Digitalisierung sprechen und speziell jetzt auf Plattformen, beziehe ich mich natürlich besonders auf Plattformen. Und wenn ich eine Kommune frage, was ist das für eine Plattform, was habt ihr da gemacht und was ist das Ziel? Und dann ist das Ziel eben nicht eins, das auf nachhaltige Transformation einzahlt, dann kann ich schon sagen, es ist keine nachhaltige Plattform, dann kann die noch so ressourceneffizient programmiert sein. Genau, und ich habe es ja vorher schon erwähnt, es gibt sehr viele Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Kriterien, die ich nachher kurz erzähle. Sowohl zwischen den sozialen Aspekten von, also es ist natürlich nicht auf der grünen Wiese, sondern es soll ja NutzerInnen dienen, also es gibt ganz viel Soziales, Kulturelles zu beachten, wo die Technik immer Auswirkungen auf diese Interaktion haben kann, also man kann die Leute so oder so leiten, man kann sie positiv beeinflussen, man kann sie manipulieren oder eben nicht, aber auch eben die Auswirkungen oder die Interaktion zwischen Gesellschaft als allgemeines oder der ökologischen Umwelt. Also man kann sozusagen nicht eigentlich sagen, es ist dieses eine Kriterium, das ich analysiere, sondern muss es immer in Bezug setzen zu den anderen Kriterien und zu den anderen Punkten. Da wir nicht so viel Zeit haben, werde ich nicht so sehr auf diese einzelnen Fallbeispiele eingehen. Ihr könnt die Zusammenfassung in der Studie nachlesen. Die Studie ist auch wirklich eine Kurzstudie, also die könnt ihr schnell lesen. Ist keine große wissenschaftliche Arbeit, wo man irgendwie sich 10 Tage Zeit nehmen müsste. Wozu ich am meisten sagen kann, ist eigentlich tatsächlich die Vernetzungs- und Kollaborationsplattform MOKWI aus der Kielregion, aus dem einfachen Grund, weil das wurde von der Genossenschaft, in der ich mittlerweile im Vorstand sein darf, damals umgesetzt, also zusammen mit der Kommune, die Anforderungen dafür gegeben hat und sich eben ganz bewusst einen genossenschaftlichen Betreiber und Anbieter gesucht hat mit WeChange. Und da geht es tatsächlich um Vernetzung und Austausch von regionalen AkteurInnen, die alle zur nachhaltigen Entwicklung beitragen wollen, also NGOs, ganz unorganisierte kleine Arbeitsgruppen oder aber auch tatsächlich anerkannte Bewegungen, die sich da vernetzen und kennenlernen und voneinander erfahren können. Es ist leider das ein bisschen zerschossen immer, dieses Format, weil das nicht die Originalsoftware ist, weil das hier wunderbarerweise LibreOffice ist, aber da kommt es ein bisschen immer zu Kompatibilitätsproblemen. Ich hoffe, man kann aber alles gut lesen und ihr findet die Präsentation dann auch in der Cloud zum Nachherunterladen. Im Raum, wie es gibt es ja so eine wunderbare Struktur. Genau, also hier einmal ganz kurz die Kriterien. Wir haben diese zwei Ebenen. Die ersten drei würde ich der einen Ebene zuordnen, wie muss Technik gestaltet sein, was kann man beachten, welche Aspekte kann man beachten. Die zweite Ebene, das ist jetzt auch ein bisschen Scheps, sind die unteren drei Punkte. Ich werde aber jetzt gleich nochmal genauer darauf eingehen. Und hier habe ich einfach nochmal ganz kurz, um nochmal diesen Bezug herzukriegen, natürlich habe ich nicht nur eine Kommune, sondern die Kommunen haben auch untereinander Wechselwirkungen und wenn jede ihr eigenes Süppchen kocht, haben wir auch schon gehört, dann ist es natürlich zu beachten, dass zumindest der Austausch auch von sowohl technisch, aber auch als kulturell stattfinden kann. Und die Kommunen haben natürlich auch in die Umweltbeziehungen und in die Systeme und so kann man jetzt einmal sich kurz irgendwie überlegen, wenn ich so eine Plattform plane, an was muss ich denn da eigentlich alles so denken? Also wenn wir in die Struktur schauen wollen, bei der Hardware wissen wir alle, die Hardware hat noch keine guten, transparenten Lieferketten. Also man kann eigentlich gar nicht so viel sagen, ob da zum Beispiel beim Hoster oder in den Rechenzentren eben tatsächlich nachhaltige Hardware läuft, um diese Plattform zu betreiben. Insofern kann man da wirklich nur ganz grob was sagen. Wir haben hier
auf der Konferenz die wunderbaren Kolleginnen von Host Sharing, von der Host Sharing Genossenschaft, ich weiß nicht, ob ihr deren Stand schon gesehen habt, die versuchen wirklich komplett auch Hosting nachhaltig zu gestalten. Dazu gehört auch, ne, Hardware lange zu nutzen oder wieder zu nutzen. Und dazu gehört auch, dass sie eine Genossenschaft sind, also dass sie ein anderes Geschäftsmodell haben. Das heißt, man kann immer auch gucken, mit was für Anbietern arbeite ich. Hier steht natürlich auch neben Endgeräte, auf die wir meistens auch nicht so viel Einfluss haben, steht hier noch die Sensortechnik, weil tatsächlich es gibt Civil-Tech-Plattformen, die sich auch aus sich selbst, also aus der Zivilgesellschaft heraus gegründet haben. Es muss nicht immer die Kommune sein, die eine kommunale Plattform sozusagen entstehen lässt. Es gibt unterschiedliche InitiatorInnen. Und zwar ist es in Stuttgart, wo Feinstaubdaten von der Zivilgesellschaft, also von einzelnen Menschen, gemessen wird, und die finden online auch offene Hardware dazu. Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Punkte mit aufgeschrieben. Also das heißt, es sind auch die Baupläne, um die Sensortechnik zu bauen, offengelegt. Und das zahlt natürlich auf ganz viele Punkte ein. Auch natürlich, um Kosten zu sparen, weil man jetzt nicht immer wieder irgendwo was neu ordern muss. Es werden Login-Effekte auch bei Hardware dadurch vermieden. Die Hardware-Nutzungsdauer habe ich da nochmal mit reingeschrieben, die gehört eigentlich zur Software, weil natürlich kann man wenig vielleicht noch finden über diese Aspekte der Hardware, aber man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, Software kann auch zur Obsoleszenz führen. Insofern umgekehrt ist natürlich darauf zu achten, dass das die Software nicht tut, damit wir eben nicht ein Problem mit der Hardware-Nutzungsdauer haben. Ihr seht hier jetzt mal noch ein bisschen die Softwarearchitektur und technischen Schnittstellen, auf die wir eingegangen sind. Unten, das habe ich vorher nicht erwähnt, unten gibt es immer einen Punkt zu, was heißt denn das jetzt, wenn ich eine Plattform plane? Also wir sind ja sozusagen, wir haben fertige Plattformen angeguckt und versucht zu beurteilen, sind die jetzt nachhaltig oder nicht, oder wo ist noch Potenzial, um es mehr Nachhaltigkeit noch zu schaffen. Wenn man aber natürlich jetzt davon ausgeht, dass ja immer wieder neue Plattformen geplant werden oder zumindest neue Lösungen entwickelt werden sollen, das muss ja nicht auf Basis neues Codes passieren oder neu entwickelter Konzepte, sondern aber dann muss ich natürlich auch wissen, ne, was muss ich da beachten. Deswegen haben wir immer auch so einen Punkt hier in der Übersicht Planungsrelevanz. Diese ganzen Punkte zur Softwarearchitektur, die findet ihr nochmal besser ausgeführt in einem Papier, einem Diskussionspapier, das auf der Webseite des Arbeitskreis Nachhaltigkeit in der Gesellschaft für Informatik zu finden ist. Ich glaube, am Schluss habe ich den Link auch nochmal auf der Folie, wo wir 10 Kriterien erarbeitet haben tatsächlich, ne, woran kann man die Nachhaltigkeit von Software identifizieren. Hier sind ein paar, die ja sicherlich schon in dem einen oder anderen Zusammenhang, in dem einen oder anderen Vortrag hier auf der Bits und Bäume gehört habt. Bei den Datenthemen haben wir ein Riesenproblem, weil es gibt natürlich dieses Spannungsfeld. Wir haben auf der einen Seite durchaus auch mal den Bedarf, große Datenmengen zu sammeln, was komplett wieder Datensparsamkeit geht. Also es ist da besonders wichtig, immer genau auf die Zwecke zu gucken und nicht nur sagen, grundsätzlich wollen wir keine Daten sammeln, sondern es kommt natürlich darauf an, wie man das tut, wofür man es tut und wie die dann zur Verfügung gestellt werden und genutzt werden können. Also dass es natürlich nicht irgendwelchen nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen dienen sollte. Die Instrumentarien sind teilweise schon sehr gut da aus der Datenschutzgrundverordnung. Ich habe hier ein paar auf die Folie geschrieben. Da bin ich sozusagen jetzt nicht maßgeblich für das Wissen, was Datenschutz anbetrifft in unserer Studie. Das ist Rainer Reag tatsächlich, der sich sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, die Punkte, die hier stehen, das sollte jedem im Begriff zumindest sein. Und man findet eben unter diesen Stichworten auch ganz viel Literatur und Leitfäden und Hilfe. Und nicht zuletzt gibt es Zertifizierungen, die man auch durchlaufen kann. Gerade jetzt für eine Kommune würde man doch meinen, es sollte dann auch Zertifizierung geben und entsprechende Leitlinien, an denen man sich ausrichten kann. Ich habe noch ein paar
Im letzten Punkt noch ein Begriff, der vielleicht noch nicht so verbreitet ist, das ist das Konzept der konvivialen Technologie. Also vielleicht wollt ihr da mal nachschlagen. Also nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und grundsätzlich ist aber schon tatsächlich in der einen oder anderen Veröffentlichung, wenn es darum geht, um wie sollten Smart Cities eigentlich geplant werden, wird durchaus schon sehr viel von Gemeinwohlorientierung gesprochen. Ich weiß nur nicht, warum es dann immer nicht in die Umsetzung kommt. Können wir es noch nicht oder wissen wir nicht, was das heißt oder genau, deswegen auch hier das nochmal mit drauf. In der nächsten Ebene haben wir gesagt, so jetzt müssen wir natürlich gucken, wie werden die einzelnen Komponenten überhaupt zusammengesetzt? Wer betreibt am Ende diese Plattform? Wer entwickelt sie? Und wenn eben die Plattform nicht von der Kommune selbst betrieben wird, dann ist es natürlich umso wichtiger, also dass dann entsprechend, wenn jetzt meinetwegen Privatwirtschaft beauftragt wird, dass entsprechend Kompetenz trotzdem in der Kommune vorhanden ist, um auch diese Kontrolle ausüben zu können und auch gewisse Anforderungen formulieren zu können, damit man dann nicht am Ende eingeloggt ist und abhängig von irgendeinem Dienstleister, der einem dann immer weiter sozusagen vielleicht auch mal zur Kasse bittet oder vielleicht auch irgendwann mal pleite geht und dann kann niemand die Plattform betreiben, weil es geschlossener Code war. Also hier kann man sehr viele im Zusammenspiel sehr viele Dinge gut oder schlecht machen, um eben mehr oder weniger nachhaltig diese Plattform auch zu betreiben und zu organisieren. Was jetzt so ein bisschen abgeschnitten ist, der letzte Punkt, Finanzierungsmodelle, zahlt natürlich auch immer sehr auf den Punkt Verstetigung ein. Das heißt, es ist natürlich extrem wichtig, dass das Ding nicht nur einmal entwickelt wird, sondern es muss ja auch betrieben und gepflegt werden, es muss Sicherheitsupdates geben. Und jede Plattform ist nur dann wirklich langlebig, wenn sie adaptiv immer weiterentwickelt werden kann an veränderte Umweltbedingungen, an veränderte Anforderungen, die sich ergeben. Und das wird oft in der Erstfinanzierung überhaupt nicht bedacht. Also das heißt, es wird zwar vielleicht gefördert oder es gibt Gelder dafür, einen besten noch komplett neue und nicht das, was schon da ist, zu nutzen. Es wird eben nicht mitgedacht, dass wir dann auch Mittel brauchen, um Menschen dafür zu bezahlen vielleicht und auch um Kompetenzen aufzubauen, um das Ding dann auch weiter und zu entwickeln und am Leben zu erhalten. Und im besten Sinne sollte das natürlich auch nicht auf der grünen, also wie ich sage immer so schön, im Elfenbeinturm, also top-down aus irgendeiner Einzelexpertise heraus erfolgen, sondern eben in irgendeiner Form von Co-Kreation, um halt möglichst viele unterschiedliche Interessen auch berücksichtigen zu können und nicht einzelne Interessen sozusagen zu verfallen, ohne dass man es merkt. Der nächste Aspekt, den ich hier kurz erwähnen möchte, ist die Beteiligung und die Vernetzung von der Plattform eben mit der gesamten Umgebung, in die sie sozusagen eingebunden ist. Und da gibt es ganz aufschlussreiche Punkte aus der Literatur, was denn so digitale Projekte insgesamt erfolgreich und langlebig macht. Und dazu gehört eben auch zu einem gewissen Punkt, schlicht und einfach, natürlich einerseits der Stakeholder-Dialog, und zwar nicht nur einmal initial, dass man sagt, so was wollt ihr denn gerne? Und dann spricht man nicht mehr mit den Leuten, sondern dass man wirklich das gesamte die gesamte Entwicklung und alle Interessenslagen über einen langen Zeitraum bis eigentlich überhaupt nicht aufhörend durchführt. Und um diese Interessen zu erkunden, ist es natürlich notwendig, auch entsprechende Methoden anzuwenden, dass man wirklich erstmal mappt, welche Anspruchsgruppen können da überhaupt alles eine Rolle spielen. Was haben die dann jeweils für Hidden Agendas oder eben auch klare Interessen? Wie kann ich sozusagen verhindern, dass da nicht nachhaltige Einzelinteressen die Überhand bekommen und wie kann ich auch vermeiden, dass eben bestimmte Dinge untergehen, die aber extrem wichtig gewesen wären, damit es eben dann wirklich Ziele, damit wirklich Ziele erreicht werden können, die diese Plattform eigentlich hatte. Und das scheitert tatsächlich nicht daran, dass es nicht erkannt wird, dass es notwendig ist, sondern das scheitert sehr oft daran, dass gar keiner weiß, wie man das überhaupt macht. Also es fehlen Kompetenzen, wie man überhaupt Stakeholder-Mapping oder solche Sachen macht. Da gibt es sehr gute Instrumente, die jetzt nicht dafür gemacht worden ist, möglichst nachhaltige Plattformen zu machen. Die sind einfach dafür entwickelt worden, um möglichst
gewinnbringende Plattformen zu entwickeln und möglichst sinnvolle Sachen zu entwickeln, wo man dann auch tatsächlich ein Problem mitlöst. Also das heißt, diese ganze Denkweise, erstmal ein Problem zu analysieren, und zwar mit den Leuten, die dieses Problem haben, und dann aus dem heraus eine Lösung zu entwickeln und dann zu gucken, ist es dann eine Plattform, die da überhaupt hilft, oder brauche ich vielleicht gar keine Plattform, oder gibt es schon eine Plattform, die ich da mitnutzen kann? Das ist sozusagen erstmal eine Denkweise, die wir alle noch ein bisschen lernen, und in Kommunen ist jetzt nicht unbedingt so die größte Kapazität und Kompetenz vorhanden eben. Da werde ich auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also das heißt, das müssen wir auch berücksichtigen, dass selbst wenn man wollte, man nicht unbedingt schon weiß, wie es geht. Und vor allem ist es eben auch wichtig zu sagen, ich muss ja erstmal erkennen, dass ich da Dinge tue, die vielleicht nicht besonders zur Usability beitragen. Also wenn ich das nicht verstehe und nicht durchschaue, dann kann ich natürlich auch den Auftragnehmer nicht ermahnen, dann das Richtige zu tun. Genau, also hier sozusagen insgesamt, was ist überhaupt schon da an Beteiligungs- und Interaktionsmöglichkeiten, vor allem bei der Mitgestaltung, und wie systematisch setzen sich eben Akteure damit auseinander? Also das ist ein guter Aspekt, um das zu analysieren, und umgekehrt, wenn ich das planen möchte, eben diese Punkte mit zu berücksichtigen. Und der letzte Punkt geht eben nochmal ganz speziell auf die Rahmenbedingungen ein. Also sprich, ne, wenn ich das, was ich auch gerade schon erwähnt habe, wenn es gar keine Lösung ist, die Plattform, dann ist es Quatsch, überhaupt drüber zu sprechen. Und da muss ich auch keine partizipative neue Plattform entwickeln, sondern es geht eben genau darum, die ganzen Belange möglichst gut einzubeziehen. Und da auch Kooperationskultur zu lernen, also auch, ne, aus diesem Wettbewerbsdenken rauszukommen. Das sind ganz viele Aspekte, die wir in der Gemeinwohlorientierung allgemein finden, vorhanden. Und einer von vielen Erfolgsfaktoren war tatsächlich auch, dass man mit anderen etablierten Institutionen sich da auch sehr gut vernetzen kann, um das dann in die Breite zu bringen. Ich bin gerade etwas irritiert, weil hier jemand im Raum telefoniert, Entschuldigung. Genau, und was wir jetzt alle ja gerade lernen, ist, dass wir ganz viel aushandeln müssen, weil wir haben ja oftmals völlig widersprüchliche Anforderungen. Also das heißt, wir wollen Energie sparen und sehen dann, okay, das führt aber jetzt dazu, dass ich irgendwie keine Bilder mehr habe auf meinen Webseiten. Wenn ich gar keine Bilder mehr habe, dann fehlt ein ganz wichtiger Aspekt in der Interaktion mit NutzerInnen. Also muss ich irgendwie verhandeln, wie viele Bilder sind in Ordnung, wie ist die Auflösung der Bilder, wie werden die da ausgespielt, als ein kleines Beispiel. Oder Accessibility. Wie viel kann ich sozusagen in den Code reinschreiben, damit Sprachassistenten auch gut funktionieren für Menschen, die nicht sehen können? Ab welchem Punkt ist der Aufwand aber so groß, dass ich dem nicht mehr gerecht werden kann, weil dann andere wichtige Dinge einfach unten durchfallen, weil man hat ja nur eine begrenzte Zeit, man hat nur ein begrenztes Budget. Also diese Aushandlungsprozesse, die muss man ja auch erstmal lernen und einüben und damit einen Weg finden, und das ist halt was wir in der Nachhaltigkeit auch in allen, also nicht nur jetzt was Digitalisierung betrifft, aber was wir sozusagen überall haben, dass natürlich ökonomische Interessen mit ökologischen Interessen ständig irgendwie kollidieren, und noch ist ja die ökonomische Keule die größere leider, aber das können wir uns natürlich nicht mehr leisten. Insofern, also mein Rat sozusagen an der Stelle, es wird nie alles auf sozusagen 100% ausschlagen können, aber es ist wichtig, wenn man irgendein Ziel, dass man sich sozusagen jetzt, wenn man eine Plattform plant oder irgendein Projekt plant, dass man sich halt bewusst damit auseinandersetzt und sagt, ne, ich kann es vielleicht jetzt noch nicht machen, aber ich habe zumindest, wir haben uns ein KPI überlegt, wir haben uns eine Zahl überlegt, wo wir hinarbeiten wollen. Und vielleicht gibt es ja irgendwie ein Jahr später oder 2 Jahre später dafür genau die Ressourcen, um das zu verbessern.
und nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, geht ja eh alles nicht, dann lassen wir es gleich. Das ist ja so eine natürliche Reaktion, die wir oft haben, wenn wir überfordert sind. Also nutzt tatsächlich diese ganzen Methoden und Systeme, die die Nachhaltigkeit erarbeitet haben. Auf der einen Seite möchte nur eins erwähnen, es gibt die wunderschöne Gemeinwohlmatrix, die sich sehr mit Anspruchsgruppen auseinandersetzt und Werten, und werden diese Werte gegenüber den Anspruchsgruppen erfüllt. Das kann man auch für digitale Dinge nutzen. Das ist zwar von der GWÖ selber auch eben aufgrund von Ressourcenmangel noch nicht ein eigenes sozusagen Anwendungsfeld, aber es gibt erste Anhaltspunkte. Es gibt wunderbare andere Methoden zur Analyse von eben gerade jetzt Anspruchsgruppen und Stakeholdern und Mapping. Und genau, also nicht den Kopf in die Sand zu stecken und einfach zu gucken, ne, wo haben wir denn schon ganz viel und wo sind jetzt die Bereiche, wo wir sehen, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Das ist ja auch noch wichtig, dass man die einfach erstmal ins Bewusstsein kriegt und dann da sich eine Strategie überlegt, wie man da hinkommen kann. Und gerade eben auch, wenn wir von kommunalen Plattformen sprechen, was können wir vielleicht aus anderen Ressourcen beisteuern? Also wenn die Kommune es nicht aus eigener Kraft schafft, gibt es vielleicht unabhängige AkteurInnen, die sagen, ihr habt jetzt die Kompetenz nicht in der Kommune, weil bei euch fehlt das Geld, oder ihr habt es noch nicht erkannt, dass ihr da eine Stelle braucht. Aber es gibt ja ganz viele, die können das leisten und wollen das vielleicht auch leisten, wenn sie sehen, dass man gemeinsam einfach was anderes, besseres, tolleres und nachhaltigeres entwickeln kann. Letzte Folie. Hier, ich habe gesprochen, wir haben Maßnahmen auch am Ende unserer Studie. Zwei sind hier mal rausgenommen und das greift es auch, glaube ich, noch mal ein bisschen raus, diesen Punkt. Das hören wir die ganze Zeit, also ich höre es zumindest, wahrscheinlich habe ich auch schon so ein bisschen den Filter auf, aber ne, Partizipation, 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 Einbindung. Das heißt aber jetzt konkret bei einer Plattform, wir haben ja qualitative und also wir haben nicht nur quantitative Ziele, wir haben qualitative Ziele, wir haben ganz oft unzureichendes Anforderungsmanagement schon aus nicht nachhaltiger Sicht, also nicht komplett nachhaltiger Sicht. Das heißt, die qualitativen Anforderungen werden oft gar nicht gut erfasst, Sicherheitsanforderungen, Usability-Anforderungen, Accessibility, das sind ja nicht rein Nachhaltigkeitsaspekte, auch wenn die natürlich damit viel zu tun haben. Und damit man da wirklich alles erfassen kann, braucht es eben auch schon die Partizipation von den Anspruchsgruppen. Und wie das aber gehen soll, das müssen wir uns ja gerade alles erst erarbeiten. Also, und die Idee, oh Gott, dann dauert ja alles noch länger, ne? Wenn wir es jetzt auch noch partizipativ machen, von der müssen wir uns halt auch so ein bisschen lösen, weil ja, erstmal damit wir verstehen, wie das funktioniert, das ist erstmal eine Hürde, die muss man irgendwie überwinden, aber man darf halt einfach üben. Es ist ja auch, ich habe es, glaube ich, auf irgendeine andere Folie mit draufgekommen, Fehlerkultur dürfen wir ja alle auch üben und erlernen. Und on the long run sparen wir halt ganz viel Ressourcen, auch ganz viel Geld, weil wir einfach bessere Produkte bauen, weil wir einfach Dinge brauchen, die tatsächlich gebraucht werden, die tatsächlich angewendet werden, die tatsächlich Lösungen sein können und nicht standalone, silomäßig nebeneinander die 17. App für eine Problemlösung, wo die erste schon nicht das Problem gelöst hat, aber dafür gibt es komischerweise dann immer noch Geld. Also dieser erste Schritt macht viel Arbeit, ist anstrengend, ist ungewohnt für viele von uns und gleichzeitig aber on the long run ein irrsinniges Sparpotenzial sozusagen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, glaube ich, für Fragen. Und genau, vielleicht hat jemand von euch einen. Es gibt auch ein Mikro. Hallo. Test. Ja. Puff. In Lübeck wird jetzt gerade entwickelt eine kommunale Plattform. Und da ist was Interessantes entstanden. Da gibt es eine Stiftung. Entschuldigung, ist gerade ein bisschen schwierig.
und drei Organisationen, die sich zusammengeschlossen haben und eine Plattform schaffen wollen, die soll vernetzbar heißen. Und diese Plattform soll eben ganz viele verschiedene Organisationen aus Lübeck zusammenbringen, die dann ihre Angebote da präsentieren können. Mhm. Und man soll sich dann durch Räume bewegen können. Also das Konzept ist cool, glaube ich. Und ich glaube auch, dass das sehr gut funktioniert. Aber jetzt suchen sie eine Software, eine Basis, auf der man das machen kann. Und sie haben sich, glaube ich, für Wordly entschieden. Kennt das irgendjemand? Kennen Sie das? Würden Sie das empfehlen? Was war die? Ich glaube, es heißt Wordly. Also ist mir schon mal untergekommen, aber ich kann sie tatsächlich nicht beurteilen. Ich habe sie nicht analysiert. Ist es Open Source? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass es Open Source ist. Also ich bin ja jetzt hier auch als Vorstände von WeChange, deswegen muss ich natürlich auch, also eigentlich nicht nur deswegen, ich habe es ja schon Jahre vorher benutzt, bevor ich überhaupt gefragt wurde, ob ich da in den Vorstand will. Also das ist tatsächlich auch eine White-Label-Plattformlösung Open Source. Die Kiel-Region-Plattform Mokwi habe ich schon erwähnt. Die Vernetzung ermöglicht und die aber eben auch Werkzeuge bietet. Da müsste man jetzt, können wir uns gerne im Nachgang mal austauschen, nochmal genauer die Anforderungen, die schon dokumentiert sind, angucken und dann eben recherchieren, was für gute technische Lösungen es gibt. Also das heißt, Ihr Alleinstellungsmerkmal, das von WeChange ist, tatsächlich Open Source. Und jetzt gibt es auch andere Produkte, die das gleich anbieten, die aber nicht Open Source sind, schon auf dem Markt. Es gibt natürlich auch andere Open Source Projekte, zu denen ich jetzt nicht so viel sagen kann wie halt zu dem. Das Alleinstellungsmerkmal ist nicht nur Open Source, sondern ist eben auch genossenschaftlich organisiert. Es gibt keine Datensammlung, wir monetarisieren keine Daten, also es ist extrem datensparsam. Und vieles weitere mehr findet man alles auf der Webseite auch genauer. Und eben diese Kombination aus Arbeitsplattform, also du hast eine Nextcloud, du kannst eben da gemeinsam an Dokumenten arbeiten, du hast einen Veranstaltungskalender, du hast eine Marktplatzfunktion, also ganz viele Werkzeuge, sodass du halt nicht mit Microsoft Teams oder XYZ arbeiten musst. Und das sind Integrationen von anderen fertigen Softwarelösungen. Also auch da entwickeln wir nicht alles neu, sondern gucken halt, was wir sozusagen zusammen stecken können. Wir haben hier noch Vielen eine Frage. Dank. Ich war jetzt so ein bisschen irritiert, weil also die Studie, die ihr gemacht habt, die war ja öffentlich finanziert und das ist jetzt nicht so eine WeChange-Werbeveranstaltung, weil ich kenne etliche Open-Source-Plattformen, hamhub.org oder andere, die also durchaus, Nextcloud würde ich jetzt nicht als ein Intranet bezeichnen, Nextcloud ist auch cool, aber hat natürlich seine eigene Kategorie. Also insofern wäre meine Frage, wenn ihr jetzt diesen Auftrag gehabt habt, kommunale Plattformen nachhaltig zu gestalten, habt ihr dann auch eine Analyse der bestehenden Open-Source-Angebote gemacht? Weil das war so ein bisschen, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Das war so eine wunderbare Analyse. Aber am Ende wird dann immer erzählt, ja, uns gibt dann übrigens WeChange. Und das tut mir leid, was mir jetzt so ein bisschen abgeht, ist so eine wunderbare Auflistung von Kriterien. Super gut. Und dann kommt halt nicht so, und hier ist übrigens was am Markt, am Open-Source-Markt, wie ich es jetzt mal nenne, schon da ist. Und da gibt es ja sowohl innerhalb von Deutschland als auch außerhalb von Deutschland etliche Tools, die so die Standardsachen, Aufgabenmanagement, Räume, wo man sich präsentieren kann, Profile, dass man sich kennenlernen kann. Also alles, was man so basismäßig braucht in so einem Intranet, damit die Leute sich finden können. Ja, und das wäre natürlich toll, wenn so eine öffentlich von einem Ministerium finanzierte Studie am Ende dann nicht damit endet, dass man dann ein Produkt featured, sondern dass man am Ende dann vielleicht auch eine Übersicht hat von dem, was da ist auf dem Markt oder auch nochmal sagt. Darf ich antworten? Weil wir haben nicht so viel Zeit noch, dass noch andere drankommen. Was mich die ganze Zeit gewundert hat. Danke. Ich finde das auch sehr schön, dass Sie das erwähnen und vielen Dank dafür. Ich habe jetzt WeChange nicht aus Werbezwecken genannt, sondern weil ich halt darüber mehr sagen kann. Das ist eine Kurzstudie und leider ist es nicht möglich gewesen, dann auch die Analyse von tatsächlich Produkten oder Lösungen durchzuführen, ist aber eine der Maßnahmen sozusagen, die wir da drauf haben, dass genau das muss passieren. Genau das ist eine Forderung auch an die Forschung und eine Empfehlung. Wir brauchen jetzt, also wir konnten es ja gar nicht analysieren, wir hatten ja die Kriterien nicht so. Also wir fangen jetzt an, Kriterien zu arbeiten und jetzt muss anhand dieser Kriterien
muss natürlich jetzt der Markt bewertet werden oder kann bewertet werden. Optimalerweise hat man dann sozusagen Empfehlungen für Kommunen. Das ist die Auswahl. Hier sind die Schwerpunkte zu euren Ansprüchen oder zu euren Bedarf. Passt dies, dies und dies. Und übrigens, wir machen das auch so, ne? Also wenn wir sagen, wir sind nicht die Passenden für euch, und Hamhab ist ein gutes Beispiel, weil das tatsächlich auch vom Kartoffelkombinat, in dem ich auch Genossin bin, genutzt wird mittlerweile als Forum-Software. Aber da bin ich sozusagen, das kann ich jetzt nicht leisten und das konnten wir innerhalb dieser Studie einfach nicht leisten. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und vielen Dank auch nochmal für die paar Beispiele, die genannt wurden. Also gerne da auch im Nachgang mir alles schicken und ich kann es dann auch gerne weitertragen. Also der kleine Aspekt, wo man sagen kann, die Pandemie hat dann auch diese ganze Open-Source-Welt vorangebracht. Es sind zwar alle auf Zoom gesprungen, weil man irgendwie schnell was haben musste, aber... Ja, gibt es... Es tut mir leid, wir müssen leider aufhören, wenn die Zeit zu Ende ist. Ja, kann ich den Satz zu Ende bringen? Ja. In den zwei Jahren ist natürlich viel passiert im Open-Source-Bereich, das auch vorangebracht wurde, weil natürlich viele gesagt haben, wir würden gerne was nutzen, was nicht kommerziell ist, was aber halt nutzbar ist, also was halt sinnvoll ist. Da gibt es schon einiges im Open-Source-Bereich. Ja, also ich freue mich sehr über Vernetzung und es tut mir leid, ich wurde hier quasi gerade aufgrund der Live-Übertragung abgewürgt. Wir können vielleicht gleich im Anschluss nochmal das Gespräch fortführen, würde ich mich sehr freuen. Auch wenn noch andere Fragen kommen, schreibt mir auch gerne, kontaktet mich. Das ist genau so ein Ansatz. Ne? Mir geht es genau darum, eben, dass nicht Einzellösungen hier gefeatured werden. Das ist leider offensichtlich falsch angekommen. Tut mir leid. Dankeschön.